Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Search. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, müssen zu den Biolaboren, aber ich denke, wir müssen hier erstmal Energie erschaffen. Nicht ratsam, die Servicestation zu verlassen. Der Spruch wird auch langsam warm. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen vorgekämpft. Hier ist es mit einigen Tücken. Muss man höllisch aufpassen, dass man nicht runterfällt. Das ist mir leider schon des Öfteren passiert. Die hier machen uns schon gar nichts mehr aus. Die können zwar mit einem Laser schießen, aber wenn man nur diesen Arm bekämpft und Glück hat, was wir jetzt gerade nicht hatten. Da, jetzt hat er sich selber umgebracht. Ist auch nett. Nicht schlecht. Das darf uns nämlich nicht passieren. Das passiert, wie gesagt, ziemlich schnell. Da haben wir jetzt auch unsere anderen Punkte. Also bin ich hier unten rausgeflogen beim Kampf gegen ihn. Ganz, ganz mies. Mein Gott, nee. Das gibt's nicht. Jetzt haut er ab. Wir müssen uns heilen. Der kommt nicht. Hat er keinen Bock? Ich will doch nur dein Ärmchen. Nee. Jetzt holen wir uns hin. Nein. Boah. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Zweimal. Wow. Einfach ist anders, oder? Einfach ist anders. Echt miese Action hier. Muss man beim Kämpfen, wie gesagt, höllisch aufpassen. Wir gehen jetzt mal hier entlang. Den rechten Weg kenne ich. Da geht's mit dem Aufzug nach oben. Nein! Da ist ein Loch. Wow, wow, wow. Alles klärchen. Da geht's einfach nicht entlang. Ist okay, ist okay. Weiter geht's hier. Oh, Kacke. Weg mit den Armen. Danach kann er nichts mehr. Einfach daran immer denken. Bum, bum. Ja, der kann einen, wenn man die Ausdauer verloren hat, einfach einfrieren, dann bekommt man keine neue Ausdauer. Das ist natürlich auch ganz mies, aber wir kriegen es hin. Anscheinend muss ich wirklich nach oben, weil hier unten habe ich jetzt alles durch, so ziemlich. Locken ihn erstmal vor, hoffen, dass er angreift. Komm schon. Auf. Lieber auf Nummer sicher gehen. Hauen das Ding hier weg. Und jetzt Vorsicht vor der Drohne. Weg. Ein Schlag. Weg. Bam, bam. Komm her, Drohne. Die sind wie gesagt kein Problem, aber man muss hier höllisch aufpassen. Sonst fliegt man hier runter und ist direkt tot und ja. Macht das Spaß? Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, wie komme ich denn da hoch? Oh, Drohne. Drohne. Gut, gut, gut. Knappi knapp. So. Hier. Na klar. Na klar. Ich will hier was erklären und bekomme direkt den nächsten Angriff. Gehen wir mal hier runter. Hier muss noch ein bisschen aufpassen wieder, aber ich glaube hier unten war nichts. Boah, seht ihr das? Man muss hier echt aufpassen. Das ist so mies. Da.
Na klar, Drohne des Jahrtausends. Hier gibt's auch keine Verbindung. Ist auch fehlgeschlagen. Das heißt, das Tor kriegen wir auch nicht auf. Nein. Wieder nach oben. Der ganze Weg umsonst. Ich wusste es nicht mehr, deswegen sind wir jetzt mal kurz hier runtergegangen. Um einfach mal das Gebiet zu erforschen, komplett hier oben. Hier unten. So, dann gibt's hier den Aufzug. Hier war, glaube ich, ist, glaube ich, noch irgendwo einer. Hier hängt er, genau. Da konnte man was überbrücken, seitdem konnte man den Aufzug benutzen. Kommt man jetzt hier rein? Zugriff verweigert. Alles klärchen. Frage beantwortet. Hier ist auch noch einer. Den holen wir uns. Keine Ausdauer mehr. Doch. Einmal Energie auffüllen. Punkte kassieren. Und ab nach oben. Hier unten ist nichts mehr. Alles klar, haben wir das geklärt? Kurz einen Schluck trinken. Oben gibt's, ich war schon mal oben, oben gibt's Medibay. Das heißt, da kriegt man die Spritzen wieder aufgefüllt. Ich hatte ja 6, ihr wisst das ja. Ich spiel mit 6. Moment. Bam, abgewehrt und zack, schön splattermäßig den Arm abgetrennt. Oh, Drohnenangriff. Boah. Gegen 2 Drohnen zu kämpfen ist mies. Aber machbar. Für uns ist alles machbar. Natürlich. Lass uns davon nicht mehr aufhalten. So, dann spritzen wir mal alles hoch und gehen nach draußen zu den Biolaboren. Ich hoffe, hier muss man nicht so aufpassen, dass man nach unten knallt. Wäre nett. Sonst sehen wir es ja danach wieder. Ich vermute, dass man hier draußen... Na fein, 2 Stück... Kommt doch mit 4 am besten. Okay, die sind ein bisschen härter drauf, die Jungs. Bam, aber können sie was gegen uns reißen? Natürlich nicht. Was macht er denn da? Backt ein bisschen rum, das nehmen wir uns zum Vorteil. Den Kopf nicht, wir brauchen Energie. Wir brauchen Leben, ja doch, Lebensenergie. Kann man es ja ruhig nennen. Hier sind irgendwelche Leute am. Aber ich war nicht allein mit dem Wunsch. Wo hört man es? Die besten Köpfe weltweit arbeiten zusammen mit Kree. Wo sind die? Wir haben ein Spitzenteam aus Wissenschaftlern und da unten wahrscheinlich. Dass wir nicht nur eine Zukunft haben, sondern einen Neuanfang. Die Chance von vorne. Ich höre nur kurz zu, deswegen. Du dir heute trotz deines vollen Kalenders die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Danke, Don, danke. Und danke euch, euch allen, die ihr so unermüdlich arbeitet, um unsere Mission mit Resolve zu erfüllen. Das ist doch die Synchronstimme. Von euch in der Produktion des Creo mehr ist als ein Job. Von dem Detective von Hannibal. Diesen blonden Schauspieler, der auch bei American History X mitgespielt hat. Wären meine Träume nur das. Doch, das ist die Synchronstimme davon. Okay, das war eine kleine Info da unten. Nice. Da unten war was. Ich hab's gesehen.
Gut, dass wir hier sind. Der hätte uns sonst zum Verhängnis werden können. Ich will nicht runterfallen. Das gibt's nicht. Was ist denn hier passiert? Ein Spinnenvieh hat uns angegriffen. Verdammt, ich noch eins. Das ist bitter, Mann. Das ist sowas von bitter. Bitte bleibt wir rennen durch, denke ich mal. Sicherheit innerhalb der Servicestation. Ist das Beste. Direkt durchzurennen. Wir müssen zum Aufzug. Ist ja machbar. Das ist ja ganz locker machbar. Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor bleiben aktiv. Glück gehabt. Ich hab's gewusst. Oh no. Das waren unsere Punkte. Jawohl. Nice. Schön. Es lässt das Herz doch höher schlagen. Verdammt mal. Eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Zwei Tode. Das sollte natürlich nicht so sein, ein Let's Play, aber ganz ehrlich, ich spiele das schon zum 5. oder 6. Mal, diesen Part. Bitte um eure Aufmerksamkeit. Bin schon, naja, etwas länger daran. Deswegen versuche ich das Ganze hier auch ein bisschen zu rushen. Wenn es geht. Alles klar. Geh hoch, Mann. Hier irgendwo ist doch der Aufzug gewesen. Oder? Dem. Oh, shit. Ich muss ein paar Punkte sammeln, um Energie zu haben. Der greift einfach nicht an. Oh Gott. So. Danke. Danke. Du scheiß Drohne. Ja. Kleinen Hassfilm. Einen ganz kleinen, ne? War das richtig, hier unten entlang zu gehen? Nee, so gehe ich zurück. So war der Weg. Verdammt. Jetzt haben wir es aber. Ab nach oben. Sarah, direkt aufpassen. Ach, das war bitter, dass dieses komische Spinnenvieh uns da angegriffen hat, ne? Ay, caramba, sage ich dazu nur noch. Aber das gehört, wie ich meine, auch zum Spiel. Zu sehen, dass es nicht immer ein Durchwaschen gibt. Sondern es wirklich schwierige Passagen im Spiel gibt. Ah, zwei Drohnen, das ist immer so kacke. Gegen eine kommt man an, aber bei der zweiten muss man so aufpassen. Moment, so, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät, weil es geht ganz schnell, wie ihr das gesehen habt. Medibay kann man es nochmal machen, danke. Injektionen gefüllt, alles gefüllt, perfekt. Hier geht's also weiter.
Ja, das kennen wir ja schon, die Unterhaltung. Komm. Schwing deine Keule. Boah, was? Boah, war das knapp oder war das knapp? Verdammt, Mann, ey, das gibt's nicht, ne? Es geht mir ja am Anfang direkt ab. Vielleicht habe ich nochmal Glück. Dann kann man die Injektionen holen. Hä? Doch, hier. Geht nicht mehr, ist leer. Yeah. Das hat sich sogar gereimt. Okay. Okay, okay, okay. Danke auf jeden Fall auch, das habe ich schon wieder vergessen zu sagen, für euren Top-Support immer und vor allen Dingen auch dafür, dass ihr beim Stream mit dabei war. Echt, das lässt einen auch hoffen. Alles klar. Ihr könnt mich mal zu zweit auf gar keinen Fall. Spinnenbein, dann kommst du nach ganz oben. Dann können wir kämpfen. Und er kommt auch noch nach ganz oben. Oder auch nicht. Krass. Das ist ja was. Boah. Der macht einen Block und du bist tot. Einfach. Ich fasse es nicht, ehrlich. Okay. Hier muss man mit Block arbeiten. Aber wir haben's. Wir haben's. Nett. Neues Implantat. Zusatzkern. Okay. So, jetzt ist er noch da, der verarztet werden muss. Ich finde, nach einer Zeit werden die Gegner frech. Da muss man dem wieder zeigen, wer hier der König ist und den einfach mal einen Arm abreißen. Einfach mal schnipp, schnapp, Ärmchen ab. So. Die Chance von vorn zu beginnen. Wir stecken da gemeinsam drin. Und hier ist es natürlich einfacher, gegen ihn zu kämpfen. Das ist ein bisschen offener. Aber der nimmt auch gut Anlauf. Boah. Was? Nein. Der schafft uns doch jetzt nicht, oder? Shit, Mann. Fehlt noch ein bisschen. Shit, Mann. Boah, letzten Fitzelchen. Puh. Es ist ein Privileg, dich hier zu haben. Im Lauf der Zeit hat man dich vieles genannt. Vom Wunderkind in deinen Startup-Tagen bis zum... Hören wir mal ein bisschen zu. Retter der Menschheit. So weit würde ich nicht gehen, aber ja, man hat mich vieles genannt über die Jahre und nicht alles davon war so schmeichelhaft. Immer so bescheiden. Die Wahrheit ist doch, während Politiker und Wissenschaftler sich gezankt und gegenseitig beschuldigt haben, bist du mit einer Lösung auf den Plan getreten.
Schau, der einfache Fakt ist, es musste etwas. Das ist doch der Darsteller. Wo bringt uns Debattieren hin? Nirgends. Der zum Beispiel bei Hannibal mitgemacht hat, den Film, diesen Detective, ja, den er stimmt. erstochen hat, aber fast, der dann... Probleme sind global. Nee, war das wir Hannibal? Nein, ist das war bei... Ich hatte Glück, was Timing... Ach, wie heißt denn der andere Film? So, dass ich das machen konnte. Aber ich war nicht allein mit dem... Ich komme jetzt nicht drauf. Es geht nicht um Roter Drache, genau. Wo er dann mit Hannibal geredet hat und der den die Pfeile im Bauch gesteckt hat. Die besten Köpfe und natürlich das Hauptdarsteller von American History X. Ich weiß, ich komme auf den Namen jetzt gerade nicht. Ihr wisst bestimmt, wer das ist, aber das ist die Synchronstimme. Nicht nur eine Zukunft haben, sondern definitiv einen Neuanfang. Die Chance von vorn zu beginnen. Wir stecken da gemeinsam drin. Und gemeinsam werden wir es schaffen. Vielen Dank, dass du dir heute trotz deines vollen Kalenders die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Danke, Don, danke. Und danke euch, euch allen, die ihr so unermüdlich arbeitet, um unsere Mission mit Resolve zu erfüllen. Ich weiß von vielen von euch, in der Produktion des Creo mehr ist als ein Job. Es ist eine Berufung. Und ich kann euch nicht genug danken. Denn ohne euch wären meine Träume nur das. Okay. Es ist mir die größte Freude, heute Jonah Guttenberg, den Gründer. Das ist natürlich eine Chance für uns, Energie zu bekommen, der da unten. Wenn nicht, dann nicht, aber wir spielen das jetzt noch. Entweder bekommen wir jetzt Energie und dann machen wir den Cut oder wir sterben. Und dann ist es eh vorbei mit dem Part. Komm, komm, Dicker. Das war's. Der hat uns richtig eine Kelle gegeben. Verdammt. Okay. An dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir den Cut. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschalten. Support das Ganze. Wir machen das nächste Mal an der Stelle weiter, wo wir gestorben sind. Ihr wisst ja, unten in der Videobeschreibung, ne, da stehen meine Stream und natürlich auch meine Let's Play Zeiten. Schaut da mal gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.